Unser Konzept ist ja wirklich sehr, versuchen die Hemmschwellen abzubauen, möglichst viele Menschen an Kunst und Kultur zu bringen. Und ich bin auch als Kulturmanager, habe ich in den Fokus immer auf die 90% zu Kunst zu bringen und nicht die 10%, weil die finden den Weg selbst. Und ich glaube, das ist auch das Konzept der Messe, warum ich seit fast 15 Jahren für die Firma arbeite, zu sagen, mein Fokus ist es wirklich, die Menschen an Kunst heranzuführen. Und das ist das Konzept. Seid ihr mit dieser Galerie hier? Also ich bin kein Freund von dieser Spekulation mit Kunst. Ich finde nach wie vor als Kunstliebhaber, dass man Kunst kauft, mit dem Herzen kauft und nicht mit dem Ohr, was vielleicht ein Invest ist. Das ist ja heute irgendwie leider Trend auf den großen Messen. Und unsere Messe ist ganz anders, was das angeht. Wenn man Kunst investieren will, guckt man auf anderen Messen. Ich glaube einfach gucken, wo man eine Emotion aufbaut mit einer Arbeit und guckt. Und vielleicht auch gar nicht im ersten Jahr unbedingt kaufen. Wir haben ganz viele, die erst mal 2, 3 Jahre kommen, sich ein bisschen mehr mit Kunst auseinandersetzen. Da sind wir wieder bei der Vermittlungsarbeit als Kulturmanager. Und wenn die in ein paar Jahren kaufen, freue ich mich so. Also ich denke jetzt nicht so kurzfristig, sondern das Konzept der Messe ist sehr langfristig orientiert. Und viele haben wir in Hamburg gesehen, viele, die in den ersten 2, 3, 4 Jahren noch nicht gekauft haben, sind heute vielleicht, haben schon 20 Arbeiten in der Wohnung. Und das ist natürlich schön. Und da freue ich mich für die Galerien und die Künstler. We are participating in affordable art fairs all over Europe. It's our 5th fair, and our hopes are selling artworks and promoting our artists, showing that Lithuanian art is interesting and affordable.